Ihr fahrt eine Rennradgeometrie, macht ihr in das 3T Explore oder in das Open Up und Upper einen 28 Zoll Rennradlaufradsatz rein, fahrt ihr auch ein Rennrad. Ihr fahrt nicht einen höher gelegten Panzer oder irgendwas, ihr fahrt ein Rennrad. Hallo zusammen, heute versuchen wir hier eigentlich die ultimative Kaufberatung zu 3T, Open, Open Upper, Open Wide und so weiter hinzubekommen. Jedes dieser Räder gibt es schon Videos von uns, wo wir die einzeln vorgestellt haben. Jetzt gerade das neue Open Wide, das was dazugekommen ist, hier das 3T Exploro, genau das Rad haben wir schon im Video besprochen. Und das ist mein Open Upper. Da habt ihr vielleicht schon Filme gesehen, wie ich damit unterwegs war. Jetzt letztens gerade im Harz, der ist relativ aktuell, der Film, und Stilfser Joch und so weiter. Und das Konzept ist ja was ganz Besonderes bei diesen ganzen Fahrrädern, dass man verschiedene Laufräder benutzen kann. Genau, also wir wiederholen uns vielleicht in vielen Videos, das ist aber trotzdem für denjenigen, der so ein Rad anschaffen will, vielleicht nochmal gebündelt ganz gut. Alle diese Gravelbikes erlauben den Einsatz von unterschiedlichen Laufradsätzen. Ob ihr 28 Zoll Rennrad reinmacht, ob ihr 27,5 Zoll Gravel-Bereifung reinmacht, wie ihr es hier bei den Rädern seht, oder Mountainbike-Reifen draufzieht, die Rahmen können es alle. Und zu den Details kommen wir ja noch hier in diesem Video. In diesem Video geht es um diese drei Fahrräder, beziehungsweise diese beiden Marken, 3T und Open, die eine Kategorie besetzt haben. Das sind diese sogenannten Performance-Gravel-Bikes. Bedeutet, sehr, sehr leichte Rahmen, Carbon, das Ganze von Gerard Vroom irgendwann mal entwickelt. Der war früher bei Cervelo. Genau, es gibt ja viele andere Hersteller auch noch im Gravelbike-Sektor, aber wir konzentrieren uns jetzt auf die beiden Marken, wo Gerard Vroom im Hintergrund steht, der diese Räder designt hat. Ist uns ein wichtiger Punkt zu erwähnen. Es gibt einen riesigen Markt an Gravelbikes. Wir konzentrieren uns auf diese beiden Marken jetzt hier in diesem Video. Genau, und die sind, wie gesagt, zeichnen sich dadurch aus, dass sie leicht sind, dass sie diese heruntergezogene Kettenstrebe haben, 650B-Laufräder, Rennradlaufradsatz reinpasst und so weiter. Und da ist halt die Frage, also dieses System mit den Laufradsätzen haben wir schon in anderen Videos auch erklärt. Das heißt, man kann hier verschiedene dicke, dünne und so weiter Reifen reinmachen. Man kann das Ganze als Rennrad benutzen. Und wenn man das Ganze als Rennrad aufbaut, ist man, ja, wenn man sich im selben Preissegment bewegt, erstens genauso leicht wie ein Rennrad und man kann eigentlich sein normales, zumindest ein Endurance-Rennrad damit auch ersetzen. Richtig. Und wir geben in diesem Video explizit Antworten darauf, bin ich der 3T-Kunde? Bin ich der Open-Kunde? Und wenn ich für mich für 3T entscheide, welches Modell von 3T möchte ich, bin ich der Open-Kunde, welches Modell von Open passt mir besser. Dafür ist dieses Video sehr umfangreich, also wirklich geht ein bisschen in die Details. Als ersten Punkt gehen wir jetzt einfach mal auf die optischen Unterschiede ein zwischen 3T und Open, wo wir hier diesen klassischen Rennrad haben, da so ein bisschen mehr Aero. Richtig, das ist ein Punkt, der ist ja, wenn ihr euch so ein Produkt anschaffen wollt, der erste Punkt. Wie empfindet ihr das Rahmendesign? Findet ihr es besser, wie bei Open, ein schlankeres Design zu haben, was ein bisschen mehr Leichtigkeit suggeriert? Es klassisch, ist auch leicht, ne? klassisches Style, Rennraddesign. Genau, runde Rohre. Oder sagt ihr, hey, das finde ich ein bisschen futuristischer, ein bisschen spaciger. Ihr seht, das Unterrohr, weil sie hier im Vergleich sind, ist ein bisschen höher. Es ist aero geformt. Und da unterscheiden sich die ersten Punkte, wie fasst ihr das Rad auf? Wichtiger Punkt, klassischer, bisschen futuristischer anmutend. Das ist am Ende des Tages ja einmal eine Geschmacksfrage und zweitens sind natürlich da auch andere Eigenschaften mit verbunden. Das heißt, ein klassischer Rennradrahmen ist immer ein bisschen leichter als ein Aerorahmen. Das ist ja im normalen Rennradsektor genauso. Also wenn ihr euch zu den anderen Marken geht, ihr habt einen sehr schlanken, runden Carbonrahmen, der ist immer leichter als das High-End-flächige Modell. Triathlon-Räder sind auch immer schwerer, weil mehr Fläche verbaut ist. Natürlich ist das Ganze mit dem Unterrohr, das ist relativ breit aufgebaut, damit es auch bei den dickeren Reifen immer noch aerodynamisch ist. Da hat man natürlich einen aerodynamischen Vorteil. Und wenn man jetzt auch noch Fan von Hochprofilfelgen ist, die sehen natürlich in so einem aerodynamischen Rahmen auch extrem sexy aus.
Nun können wir darüber diskutieren, ob ein Gravelbike auch Aero sein muss. Aber wir wollen die Unterschiede ja klar machen. Bin ich eher der Kunde für A, bin ich eher der Kunde für B vielleicht? Neben den optischen Unterschieden ist natürlich auch Aero versus Leichtbau und klassisch Rennrad versus Aero Gravelbike natürlich auch schon was das Terrain angeht. Ja, macht das von eurer Streckenauswahl vielleicht auch abhängig. Fahrt ihr richtig viel Hochgebirge, sagt, das Rad muss ultra leicht werden, das ist mein Augenmerk. Spricht vielleicht ein bisschen mehr für das Open, aber auch 3T hat in der Aero-Variante ein leichtes Modell, das Limited, was nochmal natürlich auch vom Preis ein bisschen höher liegt, aber eben auch noch leichter ist. Fahrt ihr sowieso nur flach und sagt, das Gewicht steht bei mir nicht so im Vordergrund und ich finde das mit dem Aero-Ansatz, diesen kleinen Bonus, den ich mitnehme, auch mit der Aero-Sattelstütze sexy, dann ist es vielleicht eher das 3T. Der runde Rahmen, klassisch aufgebaut, bietet hier jetzt zwei Flaschenhalter im Rahmen-Dreieck, genau wie der 3T Exploro auch. Unterschied beim Aero-Unterrohr, das Open als rundes Unterrohr bietet euch auf der Unterseite, da wo Ingo jetzt hinzeigt, auch nochmal die Möglichkeit, einen Flaschenhalter, ein Schloss, eine Trinkflasche oder eine Jacke zu befestigen mit einem System. Der 3T Aero-Rahmen bietet unterm Rohr gar keine Befestigung mehr. Da sind keine, das würde ja der Aerodynamik auch im Wege stehen. Und Sattelstütze, ein klassische Sattelstütze rund 27,2 findet ihr bei allen Open-Modellen. Bei allen 3T Exploros habt ihr hier eine Carbon-Sattelstütze, die gehört auch zum Set des Rahmens immer dabei. Beim Open müsst ihr die Stütze dazu kaufen, das ist sehr löblich, aber ihr seid auch an die Carbon-Stütze gebunden. Ihr könnt also nicht irgendwie mal eine gefederte Stütze einbauen oder die Stütze ändern, dafür ist sie Aero. Und auch hier die Befestigungsschelle für die Sattelstütze ist hier im Rahmen versenkt, sehr aerodynamisch, beim Open eine klassische runde Schelle. Dann ist natürlich der Hinterbau noch ein bisschen unterschiedlich, wo bei Open sehr viel Wert auf Flex gelegt wird, um noch ein bisschen mehr Komfort rauszuholen, ist das 3T ein bisschen steifer gebaut. Wobei wir dazu auch immer sagen müssen, ein ganz, ganz großer Teil des Flexes kommt auch dazu, wenn ich hier breite Reifen reinmache. Das ist ja gerade der Witz an den ganzen Bikes. Mache ich breite Reifen rein, fahre mit 2 bis 2,5 Bar durch die Gegend. Wow, fährt sich also ein 3T nicht bretthart, weil allein die Reifen ja schon unheimlich viel federn. Aber Ingo, du hast es richtig gesagt. Möchte ich das Letzte an Flex rauskitzeln im Hinterbau, ist, würden wir sagen, das Open etwas überlegen. Unterschied zwischen Up und Upper. Das Upper ist das absolute Premium-Modell. Das heißt, es ist nochmal 200 Gramm leichter als das Open Up. Bedeutet auch natürlich ein komplizierteres Carbon-Layout und so weiter bei der Herstellung. Und ähnlich verhält es sich auch beim 3T Exploro. Das ist genau die gleiche Liga. Da reden wir auch davon, dass das Limited einfach 200 Gramm weniger wiegt. Ansonsten die Funktionalität ist bei beiden Rädern ist natürlich gleich. Wir haben bei Up und Upper keine Unterschiede in der Geometrie. Wir haben beim Exploro Pro und Exploro Limited auch keine Unterschiede in der Geometrie. Ansonsten zeichnen sich beide Räder dadurch aus, dass man eine Vielzahl an Laufrädern benutzen kann. Und zwar auch, das ist vielleicht noch nicht jedem bekannt, auch unterschiedliche Laufradgrößen. Also ihr kennt, beim Rennrad hat man 28 Zoll. Und hier passen jetzt auch 27,5 Zoll Laufräder rein. Und wenn man die mit so einem dicken Reifen, so wie ihr es hier bei meinem Open seht, verbaut, hat man trotzdem den gleichen Umfang, wie man bei einem Rennradreifen auf 28 Zoll hätte. 28 Zoll Bereifung geht bei beiden Modellen, ich sag mal so bis 40 mm Reifenbreite. Also wenn wir jetzt wirklich bei 23 mm anfangen würden, Rennrad 23, 25, 28, vielleicht 30, 32 mm klassisch Rennrad nehmen wollen, bei 33 mm bis vielleicht 37 mm Cyclocross Bereifung drauf machen, stollig, oder dann den Schwung machen, ich mache die Felge ein halbes Zoll kleiner und kann dann aber solche Gravelbike-Reifen drauf machen und bis zu 2,1 Zoll breite Mountainbike-Reifen. Und das ist genau der Punkt. Das gilt für beide Modelle. Also es ist jetzt nicht, der eine kann viel mehr als der andere. Nein, in beiden, von beiden Herstellern, 3T als auch Open, geht bis zu 2,1 Zoll Mountainbike ohne Probleme rein. Und was ganz, ganz wichtig ist, ihr behaltet auch mit den 47er Reifen, mit einer leichten Felge, ein sehr, sehr leichtes Gesamtgewicht des Fahrrades und auch ein sehr, sehr schnelles Fahrrad. Und das ist was so ein bisschen der Augenöffner ist, wenn die Kunden kommen. Das hast du jetzt auch schon sehr, sehr oft erlebt, dass die Leute das erste Mal sich auf das Rad setzen mit den dicken Reifen, meinen, das rollt ja richtig. Ja, das ist eine schöne Sache, ein Insider, wenn hier Probefahrten bei uns stattfinden und die Leute das einfach nur, die brauchen noch nicht mal 5 Kilometer fahren. Aber
wenn sie so mal die Straße zum Ende runtergerollt sind und kommen schon wieder und sagen, hätte ich nicht gedacht, rennt ja wie die Hölle, ja fahr doch mal ein bisschen mehr. Also weil das ist ein schönes Feedback, das gilt auch für beide Modelle. Weil vom Mountainbike hat man das ja so ein bisschen, ist man das ja ein bisschen gewohnt, ich fahr mit den Panzer. Reifen langsam unterwegs zu sein. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Gerade am letzten Wochenende war ich wieder mit einem Freund unterwegs, er mit dem Rennrad, ungefähr gleiches Körpergewicht. Wir sind nebeneinander bergab gerollt, ohne zu treten und wir waren beide gleich schnell. Und ganz, ganz wichtig dazu auch, wir haben da mal einen Test gemacht, einen Reifentest, wo wir so einen dicken Reifen gegen den dünnen getestet haben. Und natürlich war der dünne am Ende ein bisschen schneller. Und das war aber ein Envy-Laufradsatz mit Aerodynamik und so weiter. Also schon voll optimiert. Verlinken wir unten mit drin, der war ganz interessant. Guckt euch den an. Man verliert nicht wirklich viel Zeit, wenn man nur mit den dicken Reifen rumfährt. Und das zweite Video, was ich euch noch mal ans Herz legen möchte, das habe ich nach meinem Urlaub im letzten Jahr im Stifter Joch gemacht. Da war ich tatsächlich mit 3 Laufradsätzen im Urlaub. Mountainbike, Gravel und Aero-Rennrad-Laufradsatz, bin da das Stiftsjahr auch mitgefahren, guckt euch das an. Da erkläre ich euch ganz genau nochmal, wie das mit den 3 Laufradsätzen funktioniert. Aber das war ein Teil und ihr müsst dazu nochmal, weil wir in der Kaufberatung sind, auch nochmal für euch abspeichern. Es sind Rennrad-Geometrien und nochmal und nochmal und nochmal. Ihr fahrt eine Rennrad-Geometrie, macht ihr in das 3T Explore oder in das Open Up und Upper einen 28 Zoll Rennrad-Laufradsatz rein, fahrt ihr auch ein Rennrad. Ihr fahrt nicht einen höher gelegten Panzer oder irgendwas, ihr fahrt ein Rennrad. Ein Endurance-Rennrad ist in den meisten Fällen nicht leichter und nicht besser als ein Open oder ein 3T in Rennrad-Ausstattung. Und zusätzlich habt ihr aber die Möglichkeit, mit den dicken Reifen alles zu fahren. Und natürlich habt ihr kein Hardtail-Mountainbike, aber die meisten Strecken, die man mit dem Hardtail-Mountainbike fahren kann, kann man hier auch fahren. Ich war gerade im Harz gravelmäßig unterwegs, das Video verlinke ich auch nochmal, damit ihr auch ordentlich was zu gucken habt. Es funktioniert alles. Während wir hier von Road und Gravel sprechen, den Mix bis hin zum MTB, reden wir hier ja eigentlich eher von Gravel bis hin zu noch extremeren MTB. Genau, die Reifenbreite bei dem White unterscheidet sich jetzt wirklich zu diesen beiden Modellen. Beim White kann ich sicher bis zu 2,4 Zoll breite Reifen reinmachen. Wer es ein bisschen am Limit bewegen will, vielleicht sogar 2,6 Zoll breite Reifen bei 27,5 Zoll. Und spricht nicht mehr den Rennradfahrer an, der dieses Rad auch wirklich mit schmalen Rennradreifen fahren will. Das White ist ein Alleinstellungsrad für denjenigen, der sagt, ich möchte graveln. So bis 50 mm Bereifung, was ihr hier vorne seht. Aber hab auch Interesse im Winter richtig Spike-Reifen drauf zu ziehen oder halt fette Mountainbike-Reifen mit 2,4 Zoll. Das spricht dieses Modell an. Wenn ihr das in Millimeter, da reden wir halt von 60, 65 mm breiten Reifen, glaube ich, die da reinpassen, wenn man das umrechnet. Und viele Hardtail-Mountainbikes aus dem Cross-Country-Bereich schaffen es nicht mal, diese Reifenbreiten zu fahren. Ja, die klassischen 29er, die man so auf der Strecke sieht, die liegen so bei 2,3 Zoll breiten Reifen. Aber es gibt auch wesentlich breitere Reifen. Das unterscheidet sich jedenfalls der White-Rahmen zu diesen anderen Modellen. Und deswegen wollten wir das hier nochmal ganz deutlich sagen. Und der richtet sich, und das haben wir auch ganz ausführlich in dem Video, was wir vorhin gedreht haben, auch nochmal erklärt. Das könnt ihr euch auch nochmal angucken, wenn das White für euch genau das ist, wofür ihr euch interessiert. Das sehen wir so ein bisschen eher mit einer Mountainbike-Schaltung. Da haben wir hier jetzt auch eine Eagle Access mit Rennrad-Schaltgriffen per Funk angebaut. Wie gesagt, ganz viele Details in dem separaten Video. Und wir sehen es auch für Leute, die Bikepacking machen, die vielleicht eine Tour quer durch Deutschland machen oder ähnliches, wo sie sagen, maximale Übersetzung. Etwas höheres Steuerrohr, etwas andere Geometrie, etwas aufrechter, ein kleines bisschen aufrechter. Es ist nicht mehr die Rennradgeometrie, die wir hier haben, sondern eher ein bisschen Richtung Mountainbike. Da kann man auch mal einen breiteren Rennen, also einen ausstehenden Gravel-Lenker reinmachen, um so ein bisschen komfortabler unterwegs zu sein. Das ist der Bereich, in dem wir dieses Rad sehen. Wenn jemand, so wie ich persönlich habe mich entschieden, ich möchte 3 Räder in einem haben. Ich möchte Gravel, Mountainbike und aber auch ein wirklich extrem leichtes, schnelles Rennrad in einem Setup haben. Deswegen habe ich mich für das Upper entschieden mit 3 Laufradsätzen. Wenn ich jetzt mich entscheiden würde, ja, ich möchte nur was fürs Gelände haben, würde ich mich fürs White entscheiden. Richtig, gut erklärt. Und das war eine Frage, die häufig war, ist jetzt das White der Ersatz für diese Modelle? Ist das das neuere Open? Es ist ein neues Open, aber es beackert eine andere Kategorie. Also der Gravelbiker und der mehr Bikepacker und der mehr Mountainbiker orientierte Fahrer ist mit dem White sehr gut bedient. Ihr müsst dran denken, die Konzepte ab Upper, 3T Exploro, 3T Exploro Limited, alles Räder, wo ihr wählen könnt, wollt ihr One-Way fahren, also ein Kettenblatt und hinten 11 oder 12 Ritzel oder auch vorne zweifach, also 2 Kettenblätter vorne montieren. Das geht alles bei diesen Modellen. Beim White geht das nicht mehr.
durch den breiten Reifen und auch durch den Einsatzzweck. Die Mountainbiker sind heutzutage fast alle nur noch mit einem Kettenblatt unterwegs. Wir haben auch Hardtail Mountainbikes und fahren schon seit vielen Jahren die Eagle-Gruppe mit 1x12-fach hinten. Das White von der Erklärung nur für ein Kettenblatt vorgesehen und das ist auch gut so. Fahre ich das die Bikepacking-Tour? Ich habe hier eine Kassette, mit der kann ich immer noch mit vollem Gepäck wahnsinnig schnell auf dem Radweg sein, aber dieses Rad wird euch auch in keinem Terrain irgendwo den Berg vorzaubern, den ihr nicht mehr schaffen könnt. Hier habt ihr wirklich ein Rad, was alles bezwingt. Ihr mit dem Rad alles bezwingt. So viel zu den Open und 3T Gravel Bikes. Insgesamt 5 Versionen. Ich hoffe, wir haben euch das jetzt wirklich verständlich näher gebracht, worum es da geht, wo die hauptsächlichen Unterschiede liegen und auch das White, was jetzt noch eine Sonderrolle dabei spielt. Wenn ihr noch Fragen habt, wir irgendwas nicht erklärt haben, gerne in die Kommentare. Gerne könnt ihr auch uns direkt anschreiben. Und wenn ihr Interesse an so einem Rad habt und nicht wisst, wie bauen wir das auf und so weiter, auch eine E-Mail schreiben, youtube@enjoyyourbike.com. Dann können wir auch nochmal auf Detailfragen eingehen, weil das haben wir hier jetzt ein bisschen außen vor gelassen. Ja, welchen Laufradsatz nehme ich denn jetzt? Welche Gruppe fährt denn der eine? Und warum ist da eine Einfachgruppe drauf und da eine Zweifachgruppe und so weiter? Da ist immer noch viel, viel, was man ja entscheiden muss, wenn man sich so ein Fahrrad anschafft. Es ist wirklich in diesem Bereich, den wir hier vorne stehen haben, wirklich so, wenn das sind Performance Gravel Bikes, wenn ihr so ein Fahrrad anschafft, habt ihr neben dem Gravel Bike gleichzeitig ein echtes, vollwertiges Rennrad. Und hier habt ihr tatsächlich eine Möglichkeit, ein Fahrrad aufzubauen, was fürs Gelände perfekt ist, was für Radreisen perfekt ist und so weiter. Guckt euch auf jeden Fall die anderen Videos an, die wir unten verlinken, die euch dann auch nochmal im Detail weiterhelfen können. Und hast du noch irgendwas anzumerken? Nee, ich denke, wir haben einen super Überblick gebracht, den wir ja nochmal kompakt rübergebracht haben hier. Genau, und hinterlasst einen Daumen, wenn euch das Video gefallen hat. Wir haben viele, viele Outtakes produziert, die kommen jetzt. Und dann viel Spaß, allzeit gute Fahrt, egal welches Rad ihr fahrt. Und dann bis bald. Ciao. Tschüss. Da so angelehnt bleiben. Ich kratze mich gerade am Kopf. Ach so. Wenn ich fertig bin mit Kratzen, können wir anfangen. Ja, ja, ich komme noch mehr Mückenstiche. Deswegen kratze ich ja schon die ganze Zeit. Wir müssen so ein Bite-Away hier, dieses, kennst du das Hitze-Ding? Das funktioniert aber nur bei frischen Stichen. Siehst du jetzt, wo wir über die Akkus reden, die blinken schon. Scheiße. Kriegen wir es jetzt rein? Ja. Blinken stört uns ja nicht. Ja, aber sie sind fast alle. Wir müssen darauf aufpassen. Wenn die nicht mehr grün leuchten, müssen wir was anders, Noch machen. Leuchten sie grün. Ja. Hau rein. Also neben den optischen Unterschieden.